Ja, hallo und willkommen meine Freunde zu einem neuen Video. Es gibt Neuigkeiten von der Movie Masterpiece Line und wir haben einen Fanliebling dazu bekommen, nämlich Ironhide. Ja, es gibt ein Masterpiece Ironhide, der optisch angelehnt ist an die Leader Class Figur und Elemente der Transformation von dem Voyager Ironhide aus Dark of the Moon übernommen hat. Betrachten wir das erste Bild von Ironhide. Dort fällt auf, dass die Füße sehr groß sind. Die Figur wird, ich denke mal, schon einiges an Gewicht haben und deswegen sind die Füße auch so groß. Aber es sind auch Transformationselemente von der Voyager-Figur aus Dark of the Moon wieder zu entdecken. Gerade bei den Füßen, die sicherlich nachher die Ladefläche sein werden. Und die Unterschenkel bzw. die untere Hälfte der Beine sehen wir zwei Kotflügelteile, die auch die gleiche Transformation aufweisen wie bei der Voyager-Figur. Die Farbgebung ist in meinen Augen eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben hier viele silberne Akzente, gemischt mit Schwarz und Grau. Natürlich ist die Lackierung bei dieser Figur nicht ganz so perfekt. Das liegt daran, dass es sicherlich eine der Prototypenfiguren ist, die gezeigt wurden. Dann gehen wir weiter. Wir haben den Brustbereich, den Hüftbereich, auch silberne Akzente mit Grau. Das wechselt sich eigentlich sehr, sehr gut ab. Und bei den Schultern, die im Fahrzeugmodus die vorderen Kotflügel sind, sehen wir ganz klar deutlich, dass wir eine nicht so ganz perfekte Lackierung haben. Aber das geht eigentlich noch. Wie gesagt, ich warte auf die ersten Bilder der richtigen Figur. Wir sehen aber auch, dass bei den vorderen Kotflügeln bzw. den Schultern die Räder nicht ganz eingeklappt sind. Das kann transformationsbedingt hier ein Fehler sein, aber es kann auch sein, dass die Räder sich nicht so einklappen lassen. Das würde ich sehr, sehr schade finden, weil sie es bei der Leader Class Figur eigentlich sehr gut hinbekommen haben. Auch bei den Armen sehen wir gleiche Elemente wie bei der Leader Class Figur. Die seitliche Flanke des Fahrzeugs lässt sich zusammenklappen und findet sich an den Armen wieder bzw. an den Unterarmen wieder. Auch an den Kotflügeln, an den vorderen Kotflügeln sehen wir hinten umgeklappte Teile. Auch das ist ein bisschen die Transformation abgekupfert von der Voyager-Figur. Hier haben wir nochmal eine andere Pose von Ironhide und hier bestätigt sich, dass die Räder nicht eingeklappt sind. Auf dem ersten Blick würde ich sagen, dass gar kein Platz dafür da ist, aber wie gesagt, das kann auch transformationsbedingt ein Fehler sein von dem, der die Figur in Szene gesetzt hat. Die Waffen gefallen mir sehr, sehr gut. Vorausgesetzt, die ganze Farbgebung bleibt so, bin ich eigentlich sehr zufrieden damit. Ja, auch hier nochmal eine andere Kampfpose. Also die Proportionen sind eigentlich sehr, sehr gut. Erinnert mich stark an die Leader Class Figur. Und ja, hier haben wir Bilder vom Old Mode. Dort haben wir eine graue Stoßstange. Ich glaube, sie war aber im Original schwarz. Das kann sich vielleicht noch ändern. Hier und da werden ja immer noch ein bisschen Änderungen vorgenommen an dieser Figur. Dann haben wir die Grill vorne mit dem GMT-Logo. Die Blinker links und rechts, Autobot-Logo ist drauf. Was auf dem ersten Blick hier so ausschaut, als wenn es ein bisschen erhaben ist, also ein bisschen reingraviert wurde in der Flanke von der Motorhaube. Dann haben wir die Positionsleuchte oben auf dem Dach. Die Spiegel sind grau hier in dieser Variante. Und wir sehen, dass die Transformation halt nicht ganz so perfekt ist. Wir sehen hier nämlich an der Fahrzeugflanke, dass das Mittelteil etwas rausschaut. Das bestätigt die Theorie, dass es wirklich nur ein Prototyp ist und die ganzen Teile noch nicht ganz so zusammenpassen und dort nachgearbeitet werden muss. Wir sehen auch die Waffe an der Seite. Das finde ich leider nicht so toll. Das haben sie auch so ähnlich wie bei der Voyager Dark of the Moon Figur gemacht. Und ja, ansonsten geht's eigentlich. Ich hätte mir Chrom-Auspuffrohre gewünscht. Mal sehen, vielleicht gibt es da noch ein Upgrade-Kit für diese Leader-Class-Figur bzw. für diese Masterpiece 06-Figur. Dann haben wir nochmal eine Frontdraufsicht. Wir haben hier Road Armor mit der Seilwinde und Abschlepphaken, das GMC-Logo. Und ja, hier kann man auch mal da deutlich sehen, die Scheinwerferumrandung ist nicht ganz so gut gelungen. Also wird das hoffentlich bei dem Release der Figur behoben sein. Dann haben wir eine schöne Detailansicht von seinem Kopf, sehr viel Silber, blaue Augen und was auffällt ist, dass diese Ironhide-Figur einen beweglichen Mund haben wird. Das habe ich schon gesehen und auch die Kampfnarben sind dort recht gut abgebildet. Gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, dann haben wir noch hier den Unterarm. Einmal die Faust geschlossen und die Faust offen. Ich tippe mal, dass ein Finger wieder voll beweglich sein wird und die restlichen Finger alle an einem Stück hängen bzw. zusammengegossen sind. Auch hier sehen wir einige Details in Silber, in Grau und in Schwarz. Das gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Und ja, das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich bin gespannt, ob ich mir diese Figur holen werde, weiß ich nicht. Ich denke mal, ich werde bei der Leader Class Figur bleiben, da sie für mich eigentlich proportional gesehen vielleicht noch einen Tick besser ist. Aber ich warte auf die ersten Reviews. Preismäßig wird sich diese Figur in der Leader Class Variante bzw. in der Klasse von Optimus Prime befinden.
Das wären 150 bis 160 Euro. Das ist in meinen Augen ein bisschen zu viel für diese Figur. Aber wie gesagt, ich warte ab, bis die ersten Reviews draußen sind. Dementsprechend bin ich auch gespannt, wie sich diese Figur im Vergleich mit der Leader Class Figur schlägt. Also ich persönlich bleibe doch lieber bei der Leader Class Figur. Naja, was haltet ihr von dieser Figur? Seid ihr gespannt drauf? Werdet sie euch holen? Und hofft ihr noch auf weitere Figuren? Das soll es gewesen sein, Freunde. Haut rein, bis zum nächsten Mal.